Alleine beginnt man einen Kampf. Aber gemeinsam startet man einen Krieg. Meine Anfänge damals waren in Call of Duty 4. Das ist also schon jetzt, weiß nicht, an die 10 Jahre oder länger her. Da habe ich das erstmal online gezockt, also das erstmal einen Account erstellt und mit Freunden online gezockt, sich online getroffen, weil damals hat noch nicht allzu viel eine Playstation gehabt. Aber damals war es ja wirklich eine komplett neue Welt. Ja, also hier zocke ich für gewöhnlich und nebenbei lasse ich halt einfach noch meinen Stream laufen. Im Endeffekt brauche ich eigentlich nur mein Mikrofon, dass mich die Leute gut verstehen können, meine Kamera, damit man mein wunderhübsches Gesicht sehen kann. Und natürlich noch eine Aufnahmekarte, damit man mein Gameplay noch sehen kann. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier, willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, ihr lest richtig, ich spiele Black Ops 4. Ich stream dann meistens ein paar Stunden, so 6 Stunden, das ist schon ordentlich viel. Ist auch sehr anstrengend dann, aber es macht halt sehr viel Spaß. Man kann sich halt mit anderen Leuten messen. Also anfangs, wie schon gesagt, war ich halt noch nicht so gut, aber ich wollte halt besser werden. Als ich gesehen habe, ich war eigentlich in Singleplayer-Spielen immer recht gut, dachte ich zumindest. Da habe ich Multiplayer gespielt und habe so ein bisschen doch auch was auf die Mütze bekommen, kann man sagen. Und seitdem habe ich mir immer gedacht, ich möchte noch besser werden, ich möchte gucken, warum ich sterbe, ich möchte daraus lernen quasi, warum ich sterbe und versuchen, in Zukunft dann doch besser als der Gegner zu sein. Ich habe auch schon einige Freunde, die ich jetzt seit Jahren schon auch so kenne, durch Zocken kennengelernt, die jetzt teilweise auch seit 10 Jahren in meinem Freundeskreis sind und lassen uns zusammen zocken und so hat sich das irgendwie alles dann ergeben, dass man jetzt mittlerweile irgendwie teilweise auf deren Hochzeiten ist. Das Multiplayer-Gaming ist auf jeden Fall deutlich intensiver geworden. Nicht nur, dass die Spieler besser wurden, nein, das Angebot wird auch immer größer. Und allgemein, es sind halt mittlerweile so viele Millionen Spieler online in so vielen verschiedenen Spielen. Du kannst halt eigentlich immer wieder ausweichen auf andere Spiele und du wirst immer Leute finden. Ja, bei PlayStation Plus kannst du sehr einfach eigentlich Multiplayer spielen. Klickst einfach auf Starten, dann sucht ihr dir direkt den besten Server raus oder beziehungsweise die beste Verbindung raus und schon hast du eigentlich ein gutes Match. So Leute, erste Runde des Tages. Where are we dropping, boys? Ich würde halt sagen, ich bin schon ein bisschen besser als der Durchschnitt in diesem Spiel, wenn man halt sich da oben auf den Ranglisten sieht. Das ist schon irgendwie doch ganz witzig. Man kann mich schon so auf die, eigentlich immer so in die Top 3 mit reinnehmen. Also in der Lobby zumindest, jetzt nicht auf der Welt natürlich. Heute rein, tschüssi!